Die Stadtwerke München Zentrale in Moosach. Hier sind die bisher getrennten Leitstellen von U-Bahn sowie von Tram und Bus im neuen Betriebszentrum nun unter ein Dach gezogen. Der neue Leitraum ist fast doppelt so groß wie die bisherigen Leitstellen und sieht ein bisschen so aus, wie man sich die NASA-Kommandozentrale vorstellt. Doch statt Raumschiffe wird hier der Münchner Nahverkehr gesteuert. Wir haben erstmal die Disponenten Fahrbetrieb, so nennen wir die. Das sind die Manager der Fahrzeuge und der Linien, die koordinieren das, was draußen auf der Straße, auf unseren Gleisen tatsächlich passiert. Und dann haben wir für jeden Disponenten Fahrbetrieb auch einen Disponenten Fahrgastinformation. Das sind die Herren über Information und Kommunikation für unsere Fahrgäste. Auch die U-Bahn-Wache hat ihren Sitz im neuen Betriebszentrum und so die Bahnhöfe auf Großbildleinwänden immer im Blick. Wer als Fahrgast in einem Bahnhof den Inforuf oder den Notruf nutzt, wird ebenfalls sofort direkt mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin im neuen Betriebszentrum verbunden. Insgesamt kümmern sich rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichzeitig um den reibungslosen Betrieb von U-Bahn, Tram und Bus. Ja, zum einen haben wir eine Online-Übersicht über all unsere Fahrzeuge. Wo befinden sich die Fahrzeuge? Und natürlich für uns ganz wichtig, welches Fahrzeug ist pünktlich, welches Fahrzeug ist nicht pünktlich, ist es zu früh, ist es zu spät? Das neue Betriebszentrum ist nicht nur technisch, sondern auch im Hinblick auf die Architektur eine Besonderheit. Das offene Raumkonzept mit unterschiedlichen Arbeitsebenen sorgt dafür, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen und gegenseitig noch schneller informieren können. Wenn eine U-Bahn ausfällt oder eine Trambahn, dann können die Leute sich direkt unterhalten, wie der Busersatzverkehr dann zu gestalten ist. Das ging vorher nicht, weil wir getrennte Räumlichkeiten hatten. Und insgesamt haben wir auch noch eine Wachstumsreserve. Wenn also unser Verkehrsangebot wächst, dann haben wir auch noch weitere Leitplätze, die wir dann entsprechend ausstatten können und besetzen können. Das neue Betriebszentrum ist also bereits mit entsprechenden Kapazitäten für die Zukunft gerüstet. Für einen Betrieb mit dichteren Takten, für künftige Neubaustrecken von U-Bahn und Tram oder auch für ganz neue Mobilitätsformen. Nur Raumschiffe, die hat die MVG in ihrer neuen Leitstelle noch nicht eingeplant.